geht das schon los? Lass uns aber hier mal ein bisschen ordentlich. Ich bin hier, ne? Ja, ich bin hier. Barbara? Ja. Wollt ihr einmal noch näher zusammen schauen? Enger zusammenrücken. Ja. Einmal zu mir hier nach unten bitte. Und einmal geradeaus bitte. Und alle drei bitte hier rüber. Der Matzke auch. Alle drei hier rüber, ja. Hier, wo die Hand ist. Einmal in die Mitte bitte. In die Mitte. Der Matzke, einmal in die Mitte bitte. Gerne noch einmal hier nach unten. Ein bisschen drehen, hier in die Richtung. Wenn Sie mal ein bisschen früher gekommen wären, hätten Sie nicht so ist es. Okay, vielen Dank. Wir beginnen. Dürfte ich euch bitten, euch langsam zu setzen? Wir würden gerne mit der Pressekonferenz beginnen. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unseres neuen Trainers, Lucien Favre. Herzlich willkommen hier im schönsten und größten Stadion in Deutschland. Das ist jetzt die neue Heimat. Ich hoffe, Sie fühlen sich sehr wohl hier. Ich begrüße den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke, genauso wie unseren Sportdirektor Michael Zorc, ebenfalls hier auf dem Podium. Hans-Joachim Watzke hat natürlich das erste Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Sascha, und Tag fängt gut an heute. Der Kaffee ist deutlich heißer als am Montag, was schon mal positiv ist. Und die ganz große positive Seite ist die, dass wir Lucien Favre heute vorstellen. Zum Namen muss man ja im Prinzip nicht mehr viel sagen. Wir können allerdings eins sagen, dass wir sehr froh sind, ihn heute präsentieren zu können, weil wir, Lucien, das darf man glaube ich sagen, wir schon öfter mal versucht haben zusammenzukommen. Und es hat dann nie funktioniert, weil die Verfügbarkeiten eben immer auch noch das zweite Thema sind, was dann eine Rolle spielt. Und er war ja letzte Saison schon unser Wunschkandidat, was sich dann aber nicht hat realisieren lassen, weil Nizza ihn hat nicht gehen lassen, was ja auch da sicherlich für seine Arbeit gesprochen hat. Und insofern jetzt sind wir zusammen und freuen uns natürlich drüber. Ich darf auch das Trainerteam begrüßen. Michael Zorc wird das gleich noch im Einzelnen ein bisschen darstellen. Und ja, zu Lucien Favre selbst, wie gesagt, das meiste weiß ohnehin jeder. Das wirklich Hervorstechende ist, dass er auf seinen früheren Stationen, Zürich, Berlin, Mönchengladbach, Nizza, immer nicht nur sehr erfolgreich gearbeitet hat, sondern immer auch das Potenzial, das jeweils vorhanden war, immer voll ausgeschöpft hat. Und wenn man das auf jeder Station von sich sagen kann und wenn man so, wie wir das auch beobachtet haben und mir das schon die Jahre über immer aufgefallen ist, auch alle, diejenigen, die damals in den Jahren, egal an welcher Station, mit ihm zusammengearbeitet haben, auch nach Jahren immer noch sehr, sehr positiv von dem Fußballfachmann Lucien Favre sprechen, dann spricht das auch ein Stück weit für sich. Und von daher hoffen wir natürlich, dass das sich jetzt auch hier beim BVB fortsetzt. Ich möchte noch ein bisschen was grundsätzlich zur Erwartungshaltung sagen, weil mir ist es sehr wichtig, dass Lucien Favre hier nicht mit einer unrealistischen Erwartungshaltung überfrachtet wird, weil ich weiß, wie groß dieser Club ist, ich weiß, wie viele Menschen der bewegt, ich weiß aber auch natürlich, was das auch auslösen kann, wenn es dann irgendwann unrealistisch würde. Und das, um dann so ein bisschen vorzubeugen, müssen wir einfach feststellen, dass wir in unserer Runde, in der wir ja seit Monaten, kann man ja schon fast sagen, speziell die letzte Saison sehr sorgfältig analysiert haben, natürlich auch einiges festgestellt haben, was wir verbessern müssen. Da ist natürlich einiges dabei, wo wir große Hoffnungen auf den neuen Trainer setzen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Dinge, wo man einfach etwas länger braucht. Und uns war eigentlich in der ganzen Phase immer klar,
dass wir wahrscheinlich auch, um alles wieder so zu schaffen, wie wir uns das vorstellen, zwei Transferperioden brauchen, um das Gerüst der Mannschaft komplett so abzubilden, wie wir es für zielführend halten. Und demzufolge, das kann man nicht in einem einzigen Rutsch lösen. Dafür ist auch der Markt viel zu überhitzt und viel zu diffizil. Und von daher geht es mir darum, dass wir realistisch sind. Ich habe ja großes Vertrauen in eure Fähigkeiten, dass ihr sicherlich irgendeinen Spieler in irgendeiner schwachen Stunde erwischt, der dann wieder Titelträume von sich gibt und ihr das dann wieder tagelang dann in medial verbreiten könnt. Aber wir haben die nicht. Wir haben, wie gesagt, eine sehr realistische Erwartungshaltung, was nicht heißt, und das weiß ich ja auch von Gesprächen mit Lucien Favre, aber auch mit Michael, mit allen eigentlich, Sebastian. Wir sind trotzdem hoch ambitioniert und solange ich beim BVB die Verantwortung trage, werden wir immer, und das gilt natürlich auch für die kommende Saison, als Ziel die Champions League Qualifikation ausgeben. Das wird sich auch nie ändern. Aber das war's dann auch und ansonsten müssen wir einfach jetzt den Trainer arbeiten lassen, müssen wir weiter unsere Arbeit machen und müssen, wie gesagt, auch ein bisschen Zeit uns selber geben, um das Gebilde dann wirklich so aufzubauen. Michael hat ja nicht umsonst von einem Neustart gesprochen und der braucht manchmal auch erstens eine realistische Erwartungshaltung und zweitens auch ein bisschen Geduld. Die haben wir und nichtsdestotrotz sind wir hoch ambitioniert und jetzt bleibt mir dann nur noch dem neuen Trainer Lucien viel Glück und das war's von mir einstweilen. Vielen Dank. Vielen Dank, Aki, für diese, wie ich finde, sehr wichtigen Worte, gerade auch zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle. Wir gehen jetzt zu Michael Zorc über, zum sportlich Verantwortlichen. Und Michael, die Frage liegt auf der Hand. Wir haben einen neuen Trainer gebraucht. Warum Lucien Favre? Was macht ihn aus? Und wir sind natürlich auch gespannt auf ein paar Worte zum Trainerteam. Ja, vielen Dank. Bevor ich zu Lucien komme, möchte ich natürlich auch unsere neuen Co-Trainer vorstellen in ihrer neuen Funktion. Ich fange da mal rechts neben Sebastian Kehl von rechts an. Edin Terzic, zuletzt bei West Ham gearbeitet, davor bei Beşiktaş Istanbul, nachdem wir ihn bei uns in der Jugend beim BVB ausgebildet haben, bringt also internationale Erfahrung mit. Daneben links neben Sebastian Manfred Stefes, ich glaube über ein Jahrzehnt Manfred bei Borussia Mönchengladbach, war schon Co-Trainer unter Lucien, ich glaube auch unter Hans Meyer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und kennt natürlich dadurch die Bundesliga aus dem FF. Und last but not least Matthias Kleinsteiber, der Teddy Debert folgt als neuer Torwarttrainer beim BVB. Also ihr natürlich auch herzlich willkommen. Das Athletiktrainerteam bleibt eigentlich so zusammen, wie es im letzten Jahr auch bereits gearbeitet hat hier bei Borussia Dortmund. Ja, zu Lucien ist zu sagen, dass seine Mannschaften immer eine klare Struktur hatten. Er hat eine klare Spielphilosophie mit einem sehr guten Spielaufbau. Ich glaube, er mag auch Mannschaften, die den Ball haben wollen, die ein Spiel selbst entwickeln wollen, aber auch ganz wichtig dabei, sie haben immer eine sehr gute Balance zwischen Offensive und Defensive dann auch im Spiel. Und ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und kennzeichnend für seine Mannschaften. Darüber hinaus hat er oder arbeitet er sehr gerne mit jungen Spielern zusammen, er entwickelt Spieler gerne, das heißt, er macht einzelne Spieler besser, entwickelt sie und damit natürlich auch am Ende die gesamte Mannschaft. Rein statistisch betrachtet, glaube ich, kann man auch sagen und feststellen, dass er bei seinen Trainerstationen ganz am Anfang in der Schweiz sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat, beim FC Zürich, bei Servette Genf, auch Titel gewonnen hat und danach, Aki hat das gerade schon mal auch angedeutet, bei seinen Stationen hier in der Bundesliga, bei Hertha BSC, bei Borussia Mönchengladbach und zuletzt auch beim OSG Nizza,
ja, sehr, sehr erfolgreich gearbeitet, wenn man das dann auch mit der Zeit dann davor und danach vergleicht. Glaube ich, hat er nicht nur sehr guten Fußball spielen lassen, sondern auch Tabellenplätze erreicht, die sich auch gut messen lassen. Wir sind ja schon über einen längeren Zeitraum in Kontakt gewesen und Aki hat erklärt, warum es nicht auch vorher nicht geklappt hat. Deshalb freue ich mich jetzt, dass wir jetzt gemeinsam hier beim BVB zusammenarbeiten und freue mich auf die neue Saison. Merci. Danke, Michael. Ja, dann sind wir bei der Hauptperson des heutigen Tages, bei Lucien Favre. Sie sind jetzt schon einen Tag zumindest hier, waren noch vorher schon mal in Dortmund. Was sind die ersten Eindrücke vom BVB, vom Trainingsgelände, vielleicht von den Verantwortlichen? Aber auch, warum haben Sie sich letztlich für Borussia Dortmund entschieden? Wir haben immer Kontakt gehabt. Und natürlich, ich freue mich hier zu kommen. Das ist eine große Herausforderung. Und wenn BVB kommt, kannst du nicht als Trainer ablehnen. Das ist unmöglich. Und ich freue mich natürlich über diese Herausforderung. Und das wird sehr spannend. Das denken wir auch. Jetzt sind Sie an der Reihe. Es ist Zeit für Ihre Fragen an die drei Herren auf dem Podium. Wir bitten dann um ein kurzes Handzeichen und es kann losgehen. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Ja, Herr Favre, Herr Watzke hat es ja gerade schon angedeutet. Sie sind im letzten Jahr schon der Wunschkandidat gewesen. Inwieweit haben Sie aus Frankreich dann den BVB beobachten können in der vergangenen Saison und was haben Sie festgestellt, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist? Ja, es hat nicht einfach geklappt, weil ich war unter Vertrag und so hat Nizza so entschieden. Das war okay. Und natürlich sind wir auch ein wenig in Kontakt geblieben. Natürlich habe ich auch ein wenig BVB verfolgt, aber auch andere Mannschaft und so für mich selbst nicht speziell. Sebastian Wessling von der Funke Mediengruppe in der Mitte, bitteschön. Auch an Herrn Favre die Frage. Michael Zorc hat ja gerade schon so ein bisschen gesagt, wie er Ihren Fußball und Ihre Spielweise einschätzt und sieht. Was stellen Sie sich vor? Was für einen Fußball wollen Sie mit dem BVB hier in der kommenden Saison und in den Jahren darauf spielen? Natürlich, mein Wunsch ist so, dass wir das Spiel machen müssen, am Anfang an, mit dem Torhüter, wenn es möglich, eine Überzahl zu machen. Nachher, du hast die zweite Phase im Mittelfeld, müssen wir das Spiel beherrschen, wo du 20 Spiele hast. Das ist die Mittellinie so. Und die Lücke und nach vorne zu finden, intelligent finden. Wir müssen auch beherrschen, dass wir sehr, sehr hoch spielen, sehr, sehr hoch, ganz hoch. Und wir müssen auch kontern. Das ist wichtig, weil eine Mannschaft, die kann nicht kontern, ist keine große Mannschaft. Weil die anderen, sie kommen und sie haben keine Angst. Und wenn du kannst kontern, sie haben ein wenig Angst. Und wenn wir das beherrschen, es wird seine Zeit brauchen, natürlich, weil es kommt nicht in einer Woche oder in einem Monat. Aber wenn du das beherrschen kannst, diese vier Situationen, du hast schon eine sehr gute Mannschaft. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön, wir gehen zur Sportbild. Ja, auch eine Frage an Sie, Herr Favre. Hallo. Hallo. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben den BVB in der Vergangenheit verfolgt. Können Sie sagen, wo Sie die Stärken der Mannschaft sehen und wo die Dinge sind, die Sie als erstes anpacken müssen, die Sie verbessern möchten? Ja, es ist schwer, das zu sagen, weil ich habe so geschaut, aber nicht intensiv. Ich war bei Nizza, ich hatte auch viel zu tun dort. Natürlich habe ich BVB geschaut, die Meisterschaft in Deutschland, aber nicht speziell. Ich kann nicht sagen, was war. Ich bin nicht in Detail gegangen. Und es ist schwer für mich, etwas zu sagen. Okay.
Jesko von Eichmann für Sky. Auch eine Frage an Herrn Favre. Marco Reus spielt in Ihrer neuen Mannschaft sozusagen. Inwieweit hatten Sie vorher Kontakt mit ihm und war er ein Argument für Sie, auch zu sagen, dass Dortmund in diesem Sommer dann die richtige Wahl ist? Nein, absolut nicht. Wir hatten Kontakt in 2012 nach seinem Abgang von Gladbach, aber ein paar Wochen, ein paar Monate nachher, ja, wir haben uns keinen Kontakt gehabt, aber wir brauchten das nicht. Und zwischen Marco und ich, es hat sehr gut in Gladbach funktioniert. Ich war sehr, sehr zufrieden für ihn, dass er zu Dortmund geht. Das war sein Wunsch auch. Und aber es ist schwer, wie sagt man mit Marco, es war unmöglich, weil nach einer Zeit sie verlieren den Kontakt und das ist so für alle im Leben und so. Aber ich freue mich, mit ihm wieder zu arbeiten, natürlich, weil ich kenne seine Qualität und was er kann. Thomas Hennecke, Kicker Sportmagazin auf der von uns aus gesehen linken Seite. Herr Favre, der Verein hat, hier bin ich. Sorry. Der Verein hat beim Personal schon einiges gemacht. 4, 5 neue Spieler schon verpflichtet. Ist das ein Kader, von dem Sie jetzt sagen würden, mit dem kann ich sehr gut arbeiten? Und Anschlussfrage, es sind, glaube ich, 30 Spieler, die im Moment unter Vertrag stehen. Kann man mit so einem großen Kader gut arbeiten? Alle wissen, dass der Kader groß ist. Wenn es so bleibt, es wäre kein Problem. Ich muss mich adaptieren. Aber ich denke, es wird noch ein paar Bewegungen in diese Richtung und die andere Richtung geben. Wir sind uns einig, dass ein kleinerer Kader wünschenswert wäre. Ja. Merci. Gibt es weitere Fragen? Richard Leipold von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Eine Frage an Herrn Watzke. Sie haben sowohl heute als auch beim letzten Termin hier diese, wie Sie sagen, Runde erwähnt. Werden Sie da den Trainer auch gelegentlich hinzuziehen oder ist das eine reine Managementveranstaltung sozusagen? Natürlich, wir haben sogar, und normalerweise habe ich ja schon am Montag gesagt, dass das sehr closed ist und da Sie aber immer die strategischen Fragen hier stellen, will ich das auch gerne beantworten. Wir haben sogar schon in der Runde mit Lucien zusammengesessen, wenn das Ihren Wissensdurst jetzt stillt. Alles beantwortet, Richard? Gut, wunderbar. Dirk Krampe. Die Sprachregelung des Vereins ist ja so, dass man nicht um jeden Preis einen neuen Mittelstürmer kaufen möchte, wenn es nicht sportlich Sinn macht. Jetzt brauchen Sie oder haben Sie in Ihren vergangenen Situationen für Ihr Spielsystem ja auch nicht unbedingt immer diesen reinen Mittelstürmer gebraucht. Wären Sie zufrieden in der Konstellation, die jetzt momentan da ist, dass eben so ein echter Brecher vorne fehlt? Wir diskutieren ja jeden Tag zusammen. Es wird sicherlich Bewegung in eine Richtung oder andere Richtung, aber wissen noch nicht. Als Trainer muss dich sowieso adaptieren und man mal akzeptieren, dass manchmal ist nicht möglich, weil es ist so. Und ist kein Problem für mich. Michael, von deiner Seite aus noch etwas zu nichts dem Stand? Hinzuzufügen. Nichts hinzuzufügen. Alles beantwortet? Gut, wunderbar. Dann schaue ich noch einmal in die Runde. Sehe keine weitere Frage. Dann verabschieden wir uns, bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen noch einen schönen Tag. Dankeschön, tschüss. Merci. Thank you.